VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services. Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen die SPVGG Unterhaching. An meiner Seite heute unser Cheftrainer Rico Schmidt und unser Spieler Thomas Geier. Rico, wie sieht es denn mit dem Kader aus fürs Wochenende? Für morgen, gar kein Wochenende, es ist ja ein Nachholspiel gegen Unterhaching. Wie sieht es da aus? Sind alle fit? Ja, soweit. Also, wir haben aus dem Freitagabendspiel zwar die eine oder andere gelbe Karte mitgenommen, aber keine gesperrten Spieler, keine schwereren Blessuren, keine Schwerstverletzten mitgenommen. Das heißt, wir können aus den Vollen schöpfen für das Morgenabendspiel gegen Unterhaching. Die Jungs sind fit, sind bereit. Und da geht es um die leidenschaftliche Partie, die wir am letzten Freitag gespielt haben, anzuknüpfen und um alles zu geben, das Spiel zu gewinnen. Rico, Tommy, die Frage an dich. Es war eine leidenschaftliche Partie. Man hat gemerkt, es hat jeder gekämpft, es hat jeder bis zum Schluss alles gegeben. Wie war jetzt nach dem Spiel die Stimmung in der Mannschaft, in der Kabine? Ja, natürlich etwas getrübt, weil wir natürlich das Spiel gewinnen wollten im Derby und auch zu Hause mal den Fans hier 3 Punkte schenken. Und ich denke, darum geht es auch morgen Abend, dass wir hier die 3 Punkte behalten und das Spiel gewinnen werden. Vielen Dank. Dann können wir gleich reinstarten in die Frage. Herr Schmidt, Sie haben es angesprochen, Sie können aus dem Vollen schöpfen. Was bedeutet das für Patrick Schör zum Beispiel? Ist er mal wieder dabei oder wie sind da die Überlegungen? Patrick ist ein Beispiel von vielen. Wir haben Bühler, wir haben Lemmel und so weiter und so fort. Der Patrick ist morgen mit im Aufgebot und wir brauchen von den Überlegungen her, das hat jetzt 2 Spiele, 1860 und Groß Asbach, das hat Kraft gekostet, mentale Power und natürlich körperliche Power. Und es ist schon auch die Überlegung, den einen oder anderen frischen neuen Impuls zu setzen in die Mannschaft hinein für morgen Abend gegen Unterhaching. Das muss ich nochmal für mich ein bisschen setzen lassen, nochmal im Austausch mit meinen Kollegen, was wir da machen können, setzen können. Ja, und da gehört natürlich auch Patrick Schobe dazu, der fleißig und trainiert hat, wie alle anderen auch. Sie haben es angesprochen, die Zeit ist nicht immens lang gewesen. Was konnten Sie überhaupt machen in der kurzen Zeit und wie gehen Sie in das Spiel jetzt? Ja, wie wir ins Spiel gehen, kämpferisch, leidenschaftlich. Ja, das Publikum wieder sofort auf unsere Seite zu ziehen, aber selbst auch in Aktion zu kommen gegen den spielstarken Gegner Unterhaching, ist die mit spielstärkste Mannschaft der Liga gesetzt. Vom Plan her, was sie da anbieten. Da heißt es für uns Struktur entwickeln im Spiel gegen den Ball. Wir wollen zu Hause auch zeigen, dass wir hier das Spiel gewinnen wollen. Wir können das Spiel gewinnen und das heißt auch eben die Ausgewogenheit im Spiel nach vorn zu entwickeln. Und natürlich auch, wie ich es gerade gesagt habe, nochmal reinzugucken, zu schauen, weil die Spieler auch Kraft gekostet hat. Haben, dass wir da den einen oder anderen Impuls, überlege ich ganz ernsthaft, neue frische Kräfte zu setzen und dort nochmal ja, für Dynamik, für Frische zu sorgen, für ob das im Offensivbereich Entlastung, Spiel nach vorne, aber auch im Defensivbereich Struktur zu entwickeln. Das sind so meine. Sie haben angesprochen, Unterhaching, spielstarke Mannschaft, aber zuletzt nicht die Ergebnisse, die Sie sich wahrscheinlich auch erwünscht haben. Wie sehen Sie die Unterhachinger aktuell? So wie ich sie kenne aus den Jahren zuvor, in meiner Arbeit in Halle, wo ich gegen Unterhaching gespielt habe, da hat sich nicht viel groß geändert. Kontinuität im Kader, haben ihre Ausnahmespieler und im Final geht es jetzt für uns natürlich gegen den spielstarken Gegner Unterhaching. Für beide Mannschaften geht es ja darum, einen Anschluss zu finden an die vorderen Plätze. Auch für Unterhaching ist es ein ganz wichtiges Spiel nach der Niederlage jetzt in Braunschweig, was nicht unbedingt zu verlieren war.
wenn man sich so die Bilder anschaut, von der Dominanz her und von den Chancen, die sich um Haring herausgespielt hat, kann man eine Parallele ziehen zu uns, wenn wir unsere Möglichkeiten nutzen, noch entscheidender nutzen. Wir haben Freitagabend gewinnen können und so haben wir das jetzt, nehmen wir das mit in den morgigen Abend. Und da waren jetzt auch die 2-3 Tage, die wir da jetzt hatten, vor allen Dingen erstmal auch aufräumen, erholen. Die Temperaturen drücken schon, das hat man schon heute Mittag gemerkt, 11 Uhr Training. Der Organismus, Herz-Kreislauf-System, das pumpt schon rein. Wir spielen morgen Abend, dann wird es ja wieder kühler. Erholungswerte schaffen, trotzdem nochmal in den taktischen Bereich kurz anzureisen, weil wir das eine oder andere vom Freitagabend ja mitnehmen. Es war nicht alles gut, da gibt es Verbesserungsdinge, ob das ein enger, kompakter Verband ist, ob das eben im Anlaufen ist. Dieses Coaching untereinander, dieses Ansprechen untereinander, das Helfen, die Hilfestellung zu geben auf dem Feld. Nicht immer kann ich alles sehen als Spieler. Und da brauche ich den einen oder anderen um mich herum oder hinter mir, der mich dann auch ein Stück weit auch leitet und sagt, komm Junge, jetzt ranrücken, ich bin hinter dir, ich habe meinen Mitspieler. Das sind so Kleinigkeiten, die wir erarbeitet haben. Ja, Tommy Geier, vielleicht auch noch eine Frage an dich. In die Richtung, was hat sich so ein Stück weit verändert in der Mannschaft, durch den Trainerwechsel vielleicht auch und generell, wie ist die Stimmung, was das Spiel betrifft? Ist es wirklich auch so bei euch angekommen, das ist jetzt so ein richtig wichtiges Spiel, weil ansonsten wird es wahrscheinlich immens schwer? Also ich sage, jedes Spiel ist wichtig für uns in der Situation. Also wir können uns nicht erlauben, hier irgendein Spiel abzuschenken, es in jedem Spiel 3 Punkte zu vergeben. Und alle von uns wissen um die Situation und darum wollen wir auch morgen Abend hier beim Heimspiel mit einer guten Kulisse wieder die 3 Punkte erholen und dann uns Stück für Stück da unten wieder rausarbeiten. Vielleicht noch die erste Frage mit, was sich so verändert hat in der Mannschaft generell durch den Trainerwechsel, den Impuls. Es wurden ja doch das eine oder andere durchgemischt. Ja, ich denke, so ein Trainerwechsel hat immer einen Impuls mit sich, also auch interne Mannschaft und wir ziehen alle an einem Strang, Trainer geht vorne weg, wir folgen da und da gibt es auch gar keine, ich will jetzt auch gar keine Vergleiche zu früher ziehen. Ich denke, was früher passiert ist, da bringt uns nichts mehr, also wir kriegen auch keine Punkte mehr zurück. Ich denke, wir müssen nach vorne schauen und da geht es jetzt morgen Abend weiter und dann wollen wir zusammen die 3 Punkte holen. Der Trainer hat es angesprochen, es könnte den einen oder anderen wieder treffen, der dann mal draußen vor ist, zumindest für das Spiel zunächst. Macht man sich da als Spieler dann mehr Gedanken, wenn das so auf dem Trainingsplatz ausschaut, dass wirklich so viel Auswahl da ist, dass man dann auch mal durchwechselt? Also die Größe vom Kader haben wir die ganze Saison über schon gehabt. Also ich denke, wir haben einen großen Kader, wo alle auch spielen wollen. Trainer entscheidet letztendlich, wer auf dem Platz steht, aber ich denke, jeder, wenn man das Training auch sieht, bietet sich an, will sich zeigen und die, wo auf dem Platz stehen, haben die vollste Rückendeckung von allen und die gehen vorne ran und die anderen ziehen nach und nur so schaffen wir das auch. Generell wurde ja auch immer viel darüber diskutiert, dass die Chancen nicht gemacht wurden. Die Defensive war auch nicht die sicherste in der Saison komplett gesehen. Was habt ihr verändert und was habt ihr euch vorgenommen? Ja, wir wissen, dass mit Unterhaching eine spielstarke Mannschaft auf uns zukommt, wo wir alle als komplette Mannschaft kompakt stehen müssen, aber dennoch nicht unser Offensivspiel vernachlässigen wollen. Wir haben ein Heimspiel, wir wollen den Takt vorgeben, wir wollen das Spiel hier gewinnen. Und ich denke, da kommt es von, egal ob jetzt wir hinten den Ball haben oder die vorne den Schirm den Ball haben, ob wir gegen den Ball arbeiten, dass wir alle zusammenarbeiten und nur so schaffen wir es. Herr Schmidt, es ist in der Tat so, dass sich am Ergebnis oder an den Ergebnissen und der Spielweise der Mannschaft so viel nicht geändert hat. Man konnte ihr vor Weihnachten schon nicht vorwerfen, dass sie alles dafür tut, um die Spiele zu gewinnen. Ein Manko ist in der Tat, dass die Torchancen nicht verwertet wurden. Auch das vergangene Heimspiel hätte da ganz klar nach Chancen gewinnen müssen. Wie sehen Sie die Situation? Was können Sie als Trainer in dieser Situation für Weichenstellungen vornehmen, damit genau das verbessert wird? Ich denke, das ist ein Knackpunkt, um zu Siegen zu kommen. Ja, beides. Nicht nur das Verwerten von Chancen, sondern auch das Verhindern von Torchancen oder Toren. Ja, und da haben wir
insgesamt jetzt auch in meiner Verantwortung der ersten zwei Spiele die eine oder andere Möglichkeit zu viel zugelassen, wenn ich ja gerade an das 1-0 von Borussia Asbach denke. Das ist einfach zu einfach, das war insgesamt zu einfach organisiert von uns für den Gegner. Ja, und das zieht sich, hat sich ein Stück gezogen. Und das geht es immer wieder auch zu schärfen, die Sinne zu schärfen bei den Spielern, bei der Mannschaft, bei den Positionsgruppen, wie ich es vorhin angesprochen habe, auch dieses Untereinander, die Kommunikation auf dem Feld, dieses Coaching auf dem Feld, wenn einer dort eben in dem Moment nicht ganz weiß, was er machen soll, dann braucht er einen Impuls von hinten. Ja, ich kann nicht erwarten, dass das alles im Selbstlauf läuft. Und das gilt es nochmal auch zu schärfen. Und was das Verwerten der Chancen betrifft, ist das sicherlich ein Mix aus, ja, wenn man das wiederum positiv herannimmt, die Mannschaft kann sich Chancen erspielen. Wir werden auch morgen Abend unsere Möglichkeiten bekommen. 1 bis 3 sehr, sehr gute Möglichkeiten, sage ich jetzt schon. Und jetzt gilt es halt, ja, zum einen die Lockerheit in der Aktion, aber auch wiederum die absolute Entschlossenheit in der Aktion, vielleicht den Nebenmann zu sehen, wie es am Freitagabend nicht der Fall war, wo Stefan Andres das hervorragend auf der linken Seite sich durchsetzt und dann nicht den Pass auf Morris spielt, Matze Morris, aber im Kontext gab es sicherlich die eine oder andere Situation auch. Kopf hoch, eine gewisse Lockerheit und trotzdem final auch diese eben leidenschaftliche Entschlossenheit, ich will das Tor machen. Das heißt nicht nur der Schütze an sich, sondern auch die drumherum oder in den Offensivpositionen sind, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir ein Tor schießen können. Ja, da hatten wir auch letzten Freitag oder letzten Montag in der einen Situation mit den Stürmern schon nochmal durchgegangen, wo dann zu früh abgeschaltet wird, das ist ja eine Chance, eine Torchance, der wird ihn schon reinmachen gefühlt. Ja, da kann aber immer was neu entstehen, da kann ein Ball abgeprallt werden vom Torwart oder, dass ich da einfach nachgehe, nachsprinte, in die Räume reinsteche. Das, was der Gegner bei uns auch macht, und wenn ich da als Abwehrspieler nicht aufmerksam bin, hinterher trabe, dann wird es natürlich umso kritischer. Gibt es noch weitere Fragen? Gut, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann hoffen wir, dass so viele Zuschauer wie möglich am Mittwochabend morgen ins Stadion kommen. Magenta Sport überträgt ab 18.45 Uhr live und auf unserer Homepage gibt es wie immer einen Live-Ticker. Dankeschön. Dankeschön. VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services.